Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Diesmal widmen wir uns noch einmal dem Mercedes. Wir haben das letzte Mal den Lenkservo vorne eingebaut und gehen auf die Hinterachse, auf die zweite gelenkte Achse mittels Umlenkung. Hat soweit auch alles wunderbar funktioniert. Bei meinem aktuellen Volvo-Fahrzeug habe ich allerdings den Servo zwischen reingebaut und es funktioniert tatsächlich noch mal einen Ticken besser, weil die Lenkung einfach immer direkt beide Achsen anspricht. Das heißt, auch die gependelte oder gefederte Achse wird nicht einfach nur umgelenkt, sondern die zweite Achse wird auch direkt vom Servo angesprochen. Dadurch kriegt ihr einfach noch mal ein bisschen mehr Kraft. Platztechnisch wäre es sogar so, man könnte natürlich zwei Servos drin lassen. Man könnte die über die Fernbedienung natürlich auch dementsprechend regeln, dass der Einschlagswinkel passt. Habe ich jetzt hier nicht vor, sondern wir werden einfach den Servo in die Mitte einbauen und schauen, dass wir mit dem Akku nach wie vor unter die Kabine ein Stück reinkommen, damit das auch noch alles nach wie vor auch passt. Was werden wir heute noch machen? Wenn wir schon dabei sind, an dem Fahrzeug rumzubasteln, habe ich mir gedacht, wir bauen gleich den neuen Kippermotor ein. Nicht, weil der hier kaputt ist, sondern weil ich nochmal eine stärkere Variante gefunden habe und das natürlich auch in diesem Fahrzeug hier haben will. Die Kippmulde ist nicht gerade die kleinste, das heißt, da geht auch ordentlich Material rein und da schadet ein bisschen mehr Kraft nie. Das geht relativ schnell, ihr werdet es im Video dann sehen. Wir werden also den, der drin ist, rausbauen, den neuen einbauen und dann natürlich auch noch ein Testvideo machen, was er denn jetzt neu leistet. Viel Spaß!
Thank you.
Bye.